So, wir sind hier auf dem Autokurs so in, oder der Autokurs startet demnächst hier in Pforzheim und ich habe die Annegret getroffen und sie möchte ein bisschen was über Polizeigewalt erzählen, was ihr passiert ist. Ich bin im ersten Mal in meinem Leben bin ich Polizeigewalt ausgesetzt gewesen. Ich wollte Susanne zu Hilfe eilen, als sie zu Boden gedrückt worden ist. Wir hatten eine angemeldete Selbsthilfegruppe in einem Lokal, wurden verpfiffen, kam die Polizei mit 4 Polizisten und ich wollte zu Hilfe eilen, wurde sofort die Mauer aufgebaut, wie das so in den Filmen zu sehen ist. Ich wollte die Mauer durchbrechen, damit Susanne sich nicht alleine fühlt, dass sie das Gefühl hat, es ist jemand da. So schnell war ich noch nicht auf dem Boden, konnte ich gar nicht denken so schnell und ich habe lange Blessuren davon getragen, das ist jetzt 4 Wochen her. Ich hatte Schwierigkeiten mit den Schultern, immer noch mit den Ellbogen, Handschellen, das ganze Zeug, was die da auffahren. 3 Leute, die mich festgehalten haben. Ich habe die Welt nicht verstanden. Ich bin fast 70 Jahre und dann drücken die eine fast 70 Jahre alte Frau zu dritt auf den Boden. Und hast du ein bisschen Widerstand geleistet? Oder wie kann ja, weil ich die Mauer durchbrechen wollte. Okay. Und ich hab Todesangst gehabt. Ich habe nur schwarz gesehen. Ich habe fremde Menschen an meinem Körper gehabt. Ich konnte mich nicht rühren. Ich hatte Todesangst. Ich weiß inzwischen, wie Todesangst ist. Weiß ich inzwischen. Oder hast du sonst irgendwelche Ängste oder bist du eher angstfrei? Ich habe innerlich schon ein Zittern, wenn ich inzwischen Polizei sehe, weil ich jetzt genügend Videos gesehen habe in Alternativmedien, wie gnadenlos sie mit Menschen umgehen, wie die Verhältnismäßigkeit vollkommen unangemessen ist. Es stimmt nichts mehr. Ich gehe immer mit einem ganz, ganz schlechten Bauchgefühl zu Kundgebungen oder hierher oder Meditation in Bretten hatten wir gerade wieder. Wir werden immer mehr Meditation für den Frieden. Immer mit Herzklopfen. Immer. Also du wirst dich ein bisschen jetzt in Abstand zur Polizei eher aufhalten. Ich werde es versuchen, aber ich werde trotzdem, ich hab gesagt, vor 4 Wochen, sie haben mich angebrochen, aber sie können mir mein Rückgrat nicht brechen. Okay, sehr gut. Weil meine Erfahrung ist so, ich bin ja, wenn ich filme, doch recht nah an der Polizei, vielleicht 20 Zentimeter entfernt. Ich habe auch ein Interview geführt mit der Ronja, die in Schorndorf auch von der Polizei eingekesselt war. Ne? Und ich habe die Polizei gar nicht mehr so richtig ernst genommen. Ne? Und ich hatte so viel mit der Polizei zu tun, die haben mich maximal zu dritt mal angefasst. Ne? Gut, da hatte ich auch ein bisschen gezittert, aber ich glaube, da war es recht kalt. Und ich finde die feige Übermacht stimmt, macht ja. Mir Angst. Genau. Und diese schwarz gekleideten Gestalten machen mir Angst. Und diese Gnadenlosigkeit macht mir Angst. Gut, vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden, ne? So die einen, so, die schon ein bisschen wie eine Bundeswehr aussehen. So. Ja. Und die anderen, die Ortspolizisten, mit denen kann man ja reden. Ja. Da gibt es ja auch Unterschiede. Und ja. Ich habe so gemerkt, wenn man freundlich ist und so auf der gleichen Ebene redet, dann kommt man eigentlich oft zum Ziel. Ne? Ich lerne dazu. Und wenig Widerstand leistet. Also ich glaube, der Widerstand ist das Problem. Wir sollten nicht kämpfen, sondern vielleicht eher weniger Widerstand leisten. Aber das ist jetzt meine Meinung. Ich habe dazu gelernt. Ich hatte gedacht, auf andere Art diese Menschen zu erreichen als Menschen. Ich habe gemerkt, dass es nicht geht. Ich lerne dazu. Wir lernen alle dazu. Dann vielen Dank, Annegret, und hier viel Spaß auf dem Autokurse und möge es keine großen Zwischenfälle geben oder überhaupt keine. Ja, ich freue mich riesig drauf. Ich war in Stuttgart als Zuschauerin und es war eine wunderbare Atmosphäre. An diesem Mittwoch, ne? Am Donnerstag war es, glaube ich. Oder so. Ja, egal. Es war eine tolle Atmosphäre und ich freue mich riesig drauf. Okay. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Danke.